So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und das letzte Mal weiß ich gar nicht. Ich weiß, es war Part 55, aber was haben wir denn da gemacht? Wie hieß er denn? Ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch egal, weil was im letzten Part war, ist ja irrelevant. Es ist ja relevant, was jetzt ist. Ich hoffe, wie immer, es ist jetzt am Anfang nicht verschwommen. Das, wie gesagt, war komisch, die paar Male, wo das passiert ist. Ach ja, wir haben das Donkey Kong Level gespielt. Und das da! Wir haben richtig, das war dieses coole Level. Richtig, der Party ist Mario von Bord. Ja. Das war 55. Und ich glaube, das Hot Potato Ding von DK haben wir uns auch kurz angeguckt, weil muss nicht sein. So, ich habe erstmal ein Missverständnis aufzuräumen. Und zwar, das hier kann man auch alleine spielen. Es hat immer noch keiner geschafft und er hat auch gesagt, es ist sehr schwer. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, ich werde es aber probieren. Nicht allerdings jetzt, nur kurz zur Missverständnisklärung. Das werden wir uns noch angucken. Da war mein Fehler, das habe ich falsch verstanden. Jetzt gucke ich erstmal ganz kurz, ob hier schon was Neues passiert ist. Bitte nicht. Wer ist denn das? Okay, Momolette hat schon wieder was gebaut und das war's. Okay, also gerade noch nicht so viel Schlimmes. Ich würde nämlich gerne erstmal die Empfehlungen machen. Vielleicht geht das ja schnell, vielleicht sind das ja auch nur Fun-Level. Ich weiß es nicht. So, zweimal von Aggressor, jeweils auf Twitter hat er das geschrieben. B83. Ich hoffe, ich schreibe jetzt gleich richtig, sonst muss ich wieder Browser öffnen. Jetzt habe ich gerade extra alles zugemacht. Das war falsch. WNV. Und RYF könnte auch eine 4 sein. Bitte komm, bitte komm. Da kommt was. Rise of the Koopa Kingdom. Okay, sieht nach einem relativ normalen Level aus. 5% Abschlussrate, 35 Minuten, Sekunden braucht man. Also, ihn braucht der Schnellste. Kann man brauchen. Mindestens. So. Das war die Aussage. 35 Sekunden mindestens. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ich kenne es noch nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Sieht bisher doch alles sehr gewöhnlich und schön aus. Ja. Okay. Da bin ich etwas zu voreilig gewesen. Haben wir eigentlich Ton? Ton ist, ist alles da. Gut. Ah, Moment. Macht der Fernseher wieder Ton? Sekunde, ich muss hier mal ganz schnell. Eine Sekunde. Einmal kurz auf Minus drücken und nur gucken. Es müsste aber auf 0 sein. Ja, da ich es das letzte Mal auf 0 hatte, ist es jetzt auch noch. Gut, dann kann ich da mich drauf verlassen, dass das immer auf 0 sein wird. Betrifft euch nicht, denkt euch einfach nichts dabei, was ich gerade geredet habe. Ist irrelevant. So. Das war blöd. Okay, der Sprung ist interessant. Ich habe so aber das Gefühl, ich gehe da wie ein Speedrun durch einfach. Ich bleibe jetzt einfach mal klein. Ich glaube, dann ist der. Ah, ich glaube, dann ist der Sprung angenehmer. Nicht sicher. Wir probieren es erstmal klein. Weil bis dahin komme ich auf jeden Fall. Das ist nicht das Problem. Und jetzt habe ich wieder verhauen. Okay. Ich könnte natürlich auch über die Pflanze spinjumpen, kommt mir gerade, ne? Ah, nice. Das funktioniert also. Gut. Und jetzt kriege ich wirklich einen Pilz, den ich jetzt hier auch brauche. Oh, das ist ja dann schon mal ungünstig, wenn man hier nämlich dann keinen Pilz mehr hat. Aber gut, man kriegt ihn direkt hier. Ja, kann man schon anbieten. So, Blume. Yoshi! Viel besser als Blume. Komm. Habe ich Yoshi gerade geschoben? Oh, okay, hi. Oh, Junge. Da wollte ich hoch. Ich nehme mal einen Koopa mit. Also eine Shell. So als kleiner Schutz, man weiß ja nie. Okay, alles klar. Das war nicht nett. Oh, das ist auch nicht nett übrigens. Tschüss. Oh Gott, das war knapp.
Okay, Midway Point. Es geht nach da. Wow. Jetzt wartet aber der... Nein, es hätte nicht das sichere Tod gewartet. Okay, man hätte wieder hochgekonnt. Gut, gut. Sag mal, wie hat denn der eine das in 35 Sekunden gemeint? Wie krass sind denn manche Menschen? Ach. Irgendwie dachte ich, ich kann mich ducken. Also ich konnte mich auch ducken. Es hat mir nur nichts gebracht. So wie ich das gehofft hatte. So, hier muss ich mich ducken. Ne, muss ich nicht. So. Wow, ich wollte eigentlich... Kann ich nicht, okay. Wir gehen mal da oben rum, mein Gott. Okay. Komm, mach dich weg. So. Neuer Anlauf. Wir gehen mal da oben rum. Oder auch... Oder vielleicht gehen wir auch einfach ins Ziel. Okay. Das war in der Tat ein schönes Level. Schön kurz. Alles in Ordnung. So. Dann... FW5 JSY... Oder ist das auch eine für... Ich hasse meine Schrift. Ich hasse meine Schrift einfach. MW6. Oder doch ein G. Oh no. Ah, ich bin ein Pro. Ich bin einfach ein Pro. Okay, wir machen hier erstmal eine 6 draus. Ich bin einfach der Meister. Wir lassen das mal mit einem G. So. Wir machen hier mal ein S draus. Yes! So, 13 Sekunden. 5%. Okay. Whoops. This is weird, Luigi. Maybe we shouldn't gun through that pipe. Okay. Wir gehen durch eine Röhre, durch die wir nicht gehen sollten. Alles klar. Das ist dann wohl die hier. Oh, und jetzt steht alles... Ja, okay. Verstanden. Und dann ist alles komisch. Holen wir uns erstmal einen Pilz. Holen wir uns erstmal einen Pilz. Kann ich hier hoch? Wahrscheinlich nicht. Nein, dann ist praktisch... Die Welt dreht sich. Die Welt dreht sich einmal herum. Aber wenn man das in 13 Sekunden abschließen kann, huch. Oh je. Oh Himmel. Ah, jetzt hat sie sich wieder richtig umgedreht. Ich wollte gerade sagen, wenn man das in 13 Sekunden abschließen kann, kann es ja nicht sehr weit sein. Oh Gott, jetzt falle ich. Ah! Und zwar unausweichlich. Okay, da darf ich nicht rein. Also jede Röhre dreht jeweils die Welt so, dass man dann fällt. Okay. Und die andere dreht sie wieder zurück. Verstanden. Oh. Die Frage ist jetzt halt, ist das Ziel dann so zu erreichen oder andersrum? Ha. Ich würde jetzt erstmal hier weiter runterfallen wollen, dass ich das zumindest testweise. Ach Mist, ey. So, jetzt kommen hier wieder die komischen... Ja! So also schon mal nicht. Okay. Komme ich da drum? Nein, da komme ich auf keinen Fall rum. Gut, jetzt sind da unten die komischen Dinger. Hier wäre eigentlich der Abgrund. Aber ich konnte irgendwie auf so... Ja, genau, auf die Dinger. Ah, okay, ich muss in die Röhre zurück.
Da unten kann ich aber in die Röhre zurück. Kriege ich hin. Gut. Das heißt, wir springen einfach einmal hier direkt runter. Gehen dann auf die Dinger drauf hier. Und gehen in diese Röhre da rein. Okay. Wir kriegen das hin. Kein Problem. So, also ich halte mich nach der Münze gleich und dann von da aus rüberspringen. Ah, wieso kriege ich das denn nicht hin? Das ist eigentlich nicht schwierig. Ich brauche aber den Pilz, damit ich durch die Sägen durchfallen kann. Weil da bei den Geistern will ich eigentlich nicht unbedingt durch. So. Langsam. Zack. Und jetzt einfach rüber. Oh, was kommt denn da runter? Nichts Schönes. Und jetzt kann ich hier rein. Und jetzt dreht sich's rum. Und da ist jetzt das Ziel. Freund! Freund! Das war knapp. Okay. So, wie hat er die 13 Sekunden gemacht? 13 Sekunden ist schon ein Stück. Es kann eigentlich nur ohne Pilz gehen. Das heißt, er ist nicht gefallen. Also nur ein Stück weit gefallen. Hier sind die Geister. Komme ich durch die Geister durch, konsistent? Oder ist er in die Röhre direkt wieder rein? Und dann so an den Geistern vorbei. Und dann einfach so weiter. Ah, nee, da komme ich ja nicht hoch. Nee, hier müsste man ja wieder... Nee, keine Ahnung, wie der die 13 Sekunden gemacht hat. Vielleicht ist der einfach schneller gefallen an der einen Stelle, wo ich gefallen bin. Auf jeden Fall schönes Level. Gut. Sehr interessant. Was hat der noch so gebaut? Der scheint interessante Sachen zu bauen. Sonic the Plumber. Foursquare. Sacred Shell. Cape Defense. Tetris. Oh je, oh je, oh Gott! Zu viel! Vielleicht irgendwann mal. Zu viel. So, Lutz hat noch ein Level vorgeschlagen. 1Q0. PBH. Y4G. Das habe ich jetzt so deutlich geschrieben, das kann gar nicht anders sein. Cape Flicks and Flower Frolix. 3, 13, 16%. It's the hallowed wood, some say the flowers move and guide lost travelers. Guide lost travelers. Guide. Also die Blumen bewegen sich und weisen den verlorenen Wanderern den Weg. Mm. Die Blume weist mir ja richtig gut gerade den Weg. Ach so, ich muss jetzt erstmal. Haha. Da meckert er schon und ist einfach selber der Doofi. Das sollte beide aufdrehen. So, jetzt weist mir die Blume den Weg. Oh, keine Blume, keine Fehler mehr, okay. Also das ist so ein Rätsel. Oh nein, ich muss jetzt... das so timen. Ach du Schande. Dass ich ihn hier abschieße. Oh Gott. Okay.
zu treffen. Oh mein Gott. Nice. So. What is happening? Auch da brauche ich jetzt wieder die Blume. Ach du Schande. Ach so, ich muss... Oh, die muss ich auch aufdrehen. Und dann muss ich aber den... Oh Gott. Oh nein! Schneller! Oh, verdammt. So. Und jetzt kann ich den killen. Dann macht der hier Boom. Und dann kann ich durch die Tür. Sheesh! Das sind in der Tat bisher alles coole Empfehlungen. So, jetzt muss ich hier den da durchlotsen. Dann aber, ach du Grüne. Nee, hä? Ich dachte jetzt, sie muss da stampfen, aber da tut sich ja gar nichts. Ach, die Blume muss runterfallen, ich Nuss. So, unter mit dir. Und jetzt muss ich... Ah ja, jetzt muss ich sie hochdrehen. Und dann habe ich gewonnen. Nicht runter... Nein, nee, oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte, ich fall runter. So. Mach einen Boom. Jetzt kann ich hier rein. Cool. Ich hoffe nur, wir kommen im Checkpoint irgendwann, weil... Danke. Es könnte sonst knapp werden, wollte ich gerade sagen. Was ist denn jetzt hier zu tun? Ah! Ah. Okay, aber das kann mich ja waken. So wie ich da gerade hin bin. Oh mein Gott. Muss ich ja gar nicht die Blume da hochdrehen. Weil ich glaube, das, was ich jetzt vorhabe, ist sogar schwieriger. Nicht sicher. Na, aber ich kann ja hier jetzt einfach... Nein, ich gehe wieder hoch. Ah, okay. Ich sehe das Problem. So. Und jetzt ist das Problem nicht mehr da. Der dreht dann nicht dann durch, sondern der dreht dann sich bis nach oben auf den Gegner wieder drauf. Okay. Okay, letztendlich geht es wieder darum, eine Blume zu bekommen. Jetzt habe ich eine Blume. Ah, ich muss den P-Switch noch drücken. Okay, an die Blume komme ich jederzeit. Ich muss den P-Switch drücken. Das ist das eigentlich Schwierige. Das heißt, ich muss Anlauf nehmen. Wo nehme ich denn hier am besten Anlauf? Ja.
Ah! Es reicht. Nee, es reicht auch nicht. Ich wollte gerade sagen, es würde reichen, die Blume auf das Ding zu bringen. Ich glaube, die würde den runter... Oder würde die Blume den runterdrücken? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich wüsste auch nicht, wie das gehen soll. Gib mir Feder. Aber ich kann hier nicht Anlauf nehmen, das geht nicht. Ich will hier so gegenlenken. Ja, achso, wir haben ein Problem. Oder nehme ich so Anlauf? Also jetzt drehe ich den aber ja hoch. Oh! Oh, verdammt. No! Reicht das? Oh je, Zeit ist jetzt ungünstig. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Verstanden. Die Blume muss in das Gefäß. Ah! Die Blume muss in das Gefäß. Damit das Gefäß losfliegt. Cool. Ich bin Profi, lass mich. Ach du Schande, wie mache ich das denn? Oh Gott, was? Geht das nicht auch mit einer Feder? Nee, es geht nicht mit einer Feder. Jetzt war eh tot. Okay, nein, nicht Neustart. Das wäre dumm. Kein Neustart. Ah ja, hier Start. Hier starten wir, ja. Aber der untere Raum geht jetzt so deutlich schneller. Jetzt wissen wir, wie er funktioniert. Ah. Sollten wir doch hier nicht so viel Zeit verlieren. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Nicht oben. Geht das nicht irgendwie? Krieg ich das nicht getrickst? Nee, der dreht sich sofort hoch. Das ist das, was ich meinte. Ich kann tatsächlich nicht die aufdrehen kurzzeitig. So, dankeschön. Man muss nur mehr Geduld haben, dann geht das. Dann geht das alles. Aber Geduld ist eben eine Tugend, die nicht jeder hat. Ich zum Beispiel. So, jetzt sehe ich auch hier die Dinger am Boden. Das wird alles erklärt. Und da oben ist dann so ein Symbol, was mir sagt, was ich tun soll. Ja, wenn man halt nicht so doof ist, dann versteht man das. Wenn man halt doof ist, dann versteht man das nicht. So. Mach Pum. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit für diesen Raum hier. Mensch. Oh, das wird echt interessant. Yes! Sie ist oben. Eigentlich kann ich jetzt gar nichts mehr schief gehen, außer ich wäre zu doof und würde die irgendwie... Okay, nice.
We did it. So, komm her. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Der wird hochgeschleudert, ne? Okay, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich kann es noch irgendwie versauen. Aber zum Glück nicht. Geht das nicht dadurch? Na dann halt so. Ach, da wäre der nächste Checkpoint. Das hätten wir sogar in der Zeit noch schaffen können. Naja, ärgerlich. So, da schießt er jetzt. What? Okay, der verwandelt ihn in alles Mögliche, aber nicht in das, was ich brauche. Was brauche ich überhaupt? Nee, ich kann ja darüber laufen. Ich glaube, das Ding ist nur fake. Weil ich kann ja hier durchgehen. Ja, hier ist die eigentliche Blume. Wait. Ah, das zeigt mir nur, dass der die verwandeln muss, ja? Der verwandelt die aber nicht. Ah, der muss die verwandeln. Oder? Ja, der muss die Blume verwandeln. So. Kann er nicht auch die Feder verwandeln eigentlich? Da muss ich aber Glück haben, dass daraus so ein Viech wird. Ah, da wäre jetzt die Feder. Komm. Oh, verdammt. Also ich glaube, verstanden zu haben, wie es geht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da hoch. Oh, das ist ein bisschen stressig, wenn man unter Beschuss steht. Oh mein Gott. Ich bin wieder zu doof. No, hör doch auf damit. Außer du schießt mir ein bisschen zu viel, ne? Oh boy, oh boy. Yes, sie ist oben. Ich hoffe, ich musste nur einmal treffen. Es wird ja reichen, eine Lücke zu bauen. Nur es muss halt jetzt... ein Beetle draus werden. Oh mein Gott. Das ist purer Zufall, was draus wird, ne? Ach Gott, ey. Ja, super. Ich brauche nur eine Lücke. Wenn ich eine Lücke habe, bin ich erstmal zu glücklich. Einer Lücke kann ich dann, denke ich, schon was anfangen. Oh, das gibt's doch nicht! Nicht die Feder! Weil ich das nicht weiß, was nicht mit der Feder auch gehen würde. Das wird auf jeden Fall ein Versuch wert, ne?
Yes! Aber Problem! Kein Problem! Nice! Es geht auch so, es geht auch mit der Feder! Sehr gut, ist mir 3000 Mal lieber. So, jetzt stirb du. Oh. Du Hund. Mach dich einfach weg. Oh mein Gott. So, das war's. Oh. Zum Glück geht das auch mit der Feder. Das wäre sonst unangenehm geworden. Ei. Okay. Boah. Habe ich ein Glück, dass da keine Münze draus geworden ist jetzt, ne? Uff. Okay. Das war das. Schöne Empfehlungen. Jetzt gehen wir noch den Rest der Zeit einmal in das Level von Rasierer rein und gucken mal, was da so abgeht. Und dann kann ich mich ja entscheiden, ob das für den nächsten Part was ist, wo ich sage, da möchte ich den ganzen Part für opfern. Oder ob das was ist, wo ich sage, lass mal sein. Here we go. Bisher hat es keiner geschafft. Vielleicht haben sie aber auch alle so wie ich verwirren lassen von dem Zwei-Player-Ding. Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, es gibt immer zwei Wege. Ein leichter und ein schwerer. Gut. Ich sag mal so. Da gehen wir jetzt mal den hier. Ach du Schande, was? Ach, und guck mal die Münzen. Oh Himmel, okay. Okay, dann gehen wir vielleicht da runter. Was ist denn da so? Ach du Scheiße. Entschuldigung. Ach nee, den hab ich hier ja gar nicht. Das muss... Wie geht... ach ja, der... Ich weiß wieder, ich hab's vergessen. Die Stampfattacke. Die Stampfattacke haben wir in dem Wüstending von ihm ja gelernt. Ja, die Stampfattacke. Okay. Oh je. Ah, das war viel zu bald. Das war gut. Und jetzt... Jetzt muss ich da dazwischen landen. Wait, sind die... Ich muss mal kurz lesen. Sind die Red Coins optional? Bonus-Challenge. Collect all... Okay, tschüss. Keine Red Coins. Keine Red Coins für mich. Okay. Oh je. Vor allem, dann hätten wir jetzt schon die Tür da oben gehabt. Ich hoffe, dahinter kommt ein Checkpoint. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so nett ist, wie ich jetzt hier gerade denke. Weil dann hätten sie ja schon Leute geschafft. Wobei es bisher auch überhaupt noch nicht viel probiert haben. Also, da war ja kaum was. Das sind jetzt schon, glaube ich, mehr Versuche durch mich entstanden, als bisher das Ding Versuche hatte. Ich glaube, die Leute lassen sich durch das Two-Player-Ding verwirren. Ich weiß es aber nicht. Ich sollte nicht immer davon ausgehen, dass Leute so denken wie ich, aber manchmal ist es ja dann doch so. Ganz, ganz selten. Ach Mann, wir waren oben. Oh, das ist schon wieder doof. Ja, moin.
Nice. So, das war easy. Okay, was haben wir jetzt? Ah, das ist jetzt die andere Seite. Da wären wir jetzt hier auch angekommen. Na, wenn ich von der Wand hier abgesprungen wäre. Yo! Nee. Den Weg gehe ich schon mal garantiert nicht. Dann schauen wir uns den anderen Weg mal an. Da ist die Red Coin in der Lava. Klar. Natürlich. Okay, auch das wird aber ein richtig knapper Sprung. Kann ich mich da an... Oh, ich muss da drüber springen, ja. Und jetzt muss ich da so runterfallen. Ah, das geht ganz schön schnell. Ah, ich doof. Ich hätte nicht springen müssen. Okay, soweit kriegen wir das hin. Vielleicht ist es ja machbar, wenn wir uns immer den einfachen Weg suchen. Aber den schweren kriege ich auf gar keinen... Alter, diese Dinger, die da hoch und runter fahren, ne? Ich meine, ich könnte jetzt mal gucken... Ob ich das hinkriege, das wäre zumindest schneller. Und damit angenehmer. Ich kann ja mal gucken, ob ich das hinkriege. Ist ja direkt am Anfang, das heißt, ein bisschen ausprobieren kann man ja. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Viel zu bald. Viel zu bald drehe ich mich da rein. Viel zu spät. Okay, nicht beim Pfeil. Beim Pfeil ist zu bald. Ich versuche es mal direkt nach dem Pfeil jetzt. Mich da so ein bisschen zu orientieren. Ja, es muss ein bisschen an der Spitze vielleicht sein. Aber es hängt auch davon ab, wie weit ich weg bin von der Wand. Es ist schwierig zu sagen. Oh Gott. Ach, nein. Nein, und dann muss ich da bei dem Sprung wieder aufpassen. Das würde zwar schneller gehen, aber... Nope. So. Okay, soweit, so gut. Nein, das da... Okay, ich darf da keine Stampfattacke. Der dauert so lange, bis er aufsteht. Ach, Mario. Oh. Wahrscheinlich gibt es überhaupt keine Checkpoints. So, ich kann in Ruhe rüberlaufen. Es ist alles in Ordnung. Ich kann in Ruhe dahin laufen. What? Kann ich da einfach durchlaufen oder was mache ich da? Weil rollen kann ich ja nicht, ne? Das ist das andere Mario, wo ich rollen kann. Ach. Mal ganz kurz testen, nicht, dass ich hier falsch liege. Ja, ich kann hier nicht rollen. Es gibt keine Taste, der ich hier rollen kann. Okay. Dann muss ich da ja durchlaufen können, eigentlich. Uff, das kommt mir alles ganz merkwürdig vor hier. Ich laufe einfach rüber. Das reicht nicht. Muss ich von der Wand abspringen oder in der Lücke drin landen? Muss ich sowas machen?
wir können ja mal den Weg hier probieren, aber das stelle ich mir nicht. Das sieht für mich nicht machbar aus. Nee. Nee, das sieht für mich nicht machbar aus. Dass ich hier sterbe, nervt mich. Weil man sieht ja, dass ich es schaffe. Wie mache ich das da drüben? Das war knapp. Kann er nicht? Muss ich so reinrutschen wahrscheinlich? In dem Moment dann irgendwie so reinrutschen. Oh Gott. Das wird nicht angenehm. Was baut der Typ für krassen Scheiß? Also das war nicht böse gemeint. Ne? Uah. Jetzt irgendwie so. Bist du so schnell? Kann ich gar nicht reagieren! So schnell kann ich überhaupt nicht reagieren! Aber wieso ist das nicht 3D? Weil dann könnte ich da so reinrollen. Das könnte ich, glaube ich, zumindest timen. Wow! Jo, guck mal hier oben! Da kommt man durch? Guck dir das mal an. What? Oh, no. Da kann man durch? How? So schnell kann ich nicht. Ich komme wieder so schnell. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ach man, sterbe ich da wieder. Aber ich kann an der Stelle nur empfehlen. Schaut euch auf dem Video, also auf dem, wenn ihr das Level in voller Pracht sehen wollt, ne? Oder grundsätzlich die Level von Rasierer, wenn ihr die in voller Pracht sehen wollt, der lädt selber Walkthroughs praktisch hoch, ja? Auf seinem Kanal. Schaut die euch wirklich an. Die sind nämlich echt cool gemacht. Also die Level, also die Videos auch, aber ich meine jetzt die Level. Und da würde man dann sehen, wie sie gedacht sind. Da hat er auch was geschrieben, wovon er wegen ja 2 Stunden für die Aufnahme oder so gebraucht. Verstehe ich gar nicht. Yes! Oh mein Gott! Weh, da ist irgendein Trollblock. Ich hau dir ins Gesicht. Mach ich nicht, aber. Oh, yo, yo, yo. Wait, what? 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 Ich kann da... Was? What? What? How? Wie geht das denn jetzt? Also ich kann in die Lücke wahrscheinlich rein. Das kriege ich vielleicht noch mit Ach und Krach hin. Aber dann da wieder rau... Was? Ja. Und dann ist das da oben ja auch wieder so ein enges... Ja, tschüss.
Oh Gott. Oh Gott. Jetzt werde ich eh nicht mehr in die Lücke kommen. Oh, never mind. Das klappt sogar ganz gut. Oh, das war wieder Glück. Oh. Okay, das geht auch ganz gut. Jetzt muss ich da in der Mitte landen. Ja, geil-o-matico. Ja, nee, ich drehe durch. Wenn ich das jetzt noch weiterspiele, drehe ich durch. Also nein, das werde ich nicht schaffen. Tut mir leid. Ich habe die 0% noch ein bisschen verstärkt. Ah. Du Wahnsinniger. Okay. Aber wie gesagt, auf jeden Fall gerne das anschauen. Jetzt muss ich mal gucken. Ist das Ding hier noch drin? Ich habe vorhin ein Video gesehen. Da war bei den Beliebt-Dingern so ein Taschenrechner. Wollte ich mal ganz kurz demonstrieren, aber der ist nicht mehr da, ne? Schon wieder. Das ist unglaublich, wie schnell das alles. Ich hätte jetzt den Code auch raussuchen können, aber ist jetzt nicht so. Das hätte ich nur kurz jetzt noch gezeigt. Muss nicht jetzt sein. Aber kommt, The Chase spielen wir schnell. Das sieht einfach aus. Let's go. Alle 50er 4. Okay. Oh, ich muss an das Springboard. Das sehe ich erst jetzt. Okay. Ich hoffe, ich kann den Münzen vertrauen. Sieht aber gut aus. Ja. Brave Münzen. Brave Münzen. Schönes Level. Kann man spielen. Hat mir gefallen. Zu Recht bei den gut bewerteten Leveln. Kurzer Speedrun, einfacher Speedrun, aber schöner Speedrun. So. Das sieht natürlich auch cool aus. Okay. Ah, sammelt man jetzt mit dem Ding? Verstanden. Das ist ja super lustig. Kann nur leider nichts machen, weil man. Es ist keine Challenge dahinter. Es ist leider nur zugucken. Es ist leider nur zugucken.
Schade. Oh, jetzt hat er die Münze nicht mitgenommen. Ist das gut? Ah, jetzt hat er sie noch mitgenommen. Achso, jetzt muss er gar nicht nur umstellen. What? Hä? Ach, da runter. Hä? Ah. Oh nein, jetzt muss ich das... Okay. Also nicht. Nice. So, jetzt muss ich die Türen durchlaufen. Hä? Hä? Ah. Jetzt habe ich aber nicht alles erwischt. Ach so, ich muss es zweimal machen. Nice. Okay, dann kann man wieder gehen. Nein! Oh. So, gehen wir hier rein. Ah, ich muss die erst kaputt machen. Ich hab die falsche Karte. Nein! So ein Quatsch. Hier muss ich kaputt machen als nächstes. Und dann muss ich da kaputt machen als nächstes. Und jetzt muss ich da durch. Verstanden. Okay. Warum schickt er mich nicht direkt da raus? Das verstehe ich nicht, aber gut. Hä? Ah. Ah. Oh boy. Oh boy. Ich bin einfach unfähig. Gibt's doch nicht. Oh Gott, das geht doch dadurch. Dankeschön. Meine Güte. Fast. Och, also die Sound-Off-Dinger, ne? Krieg ich einfach nicht hin. Yes! Oh boy. So, jetzt kommen wir durch die Tür durch. Eieieiei. Übrigens, wenn hier die Zeit ausläuft, ist scheiße. So, hier kann ich durch. Mehr Geld! Damit brauche ich das doch gar nicht mehr. Yay! Sheesh. Okay. Wow. Gegeneinander hat er das getaggt. Wie soll das denn bei gegeneinander funktionieren? Okay, den Bergspeedrun tun wir uns noch an. Let's go.
Oh, das habe ich nicht realisiert. Das habe ich nicht realisiert. Ich dachte gerade, hä? Und dann ist alles richtig gewesen. Oh, ich habe Zeit verloren. Aber es hat gereicht. Okay, cool. Aber ich habe Zeit verloren. Aber es macht nichts. Denn es hat ja gereicht. Huiuiuiui. Ah ja. Da wird mich jetzt aber doch wieder interessieren, wo der gecheased hat. Wo kann ich schießen? Hier irgendwie, dass das eher runterfällt. Ah ja, ich verstehe, glaube ich. Mal schauen, ob ich verstehe. Vielleicht verstehe ich auch nicht. Ah, und jetzt müsste ich... Ja, das fällt jetzt erst runter. Das sieht man vorher nicht. Und der drückt dann den da unten. Wodurch das runter? Es muss eine Möglichkeit geben, den Switch anders zu drücken. Dass das vorher runterfällt und den Weg zum Ziel freigibt. Aber wie? Dass ich von hier aus irgendwie nochmal da zurückkomme. Aber das muss ja richtig flott gehen. Ich meinte, es waren 6 Sekunden, die da schneller war. Als die gedachte Zeit. Hä? Bin ich ein Dumm? Und dann da... Pff. Aber auch das, das reicht. Das sind noch keine 6 Sekunden. Wie komme ich denn da auf 14 nachher? Da muss noch ein anderer Cheese irgendwo sein. Aber wo? Nee, das... Nee. Da muss es einen anderen Trick geben. Ha. Ich kann den nicht zwei... Mich direkt da holt, das ist aber auch Quatsch, nee. Was hat dieser Typ gemacht? Ha, ich habe keine Ahnung. Wir schließen hier ab. Danke fürs Zuschauen und tschüss.